liebe Freunde und herzlich willkommen zu WWE 2K16, unserem King of the Ring. Mein Gegner ist Uncle, das Game of Shaq P. Und wir sind im letzten Match vom Viertelfinale. Und ja, ich bin gespannt, wenn ich spielen darf. Du bist Andrew the Giant. Juhu! Ich wusste es, aber ich muss trotzdem nochmal sagen. Ich würde trotzdem nochmal gespannt sein. Aber ich mag es, wenn du es sagst. So. Kotelette, und wenn ich mit dem jetzt auch noch verliere, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann habe ich hinterher gar keinen mehr. Oh, es wird ein harter Kampf, ja. Der Luke, Skywalker. Ich hoffe, du hast deine Loser-Strecke jetzt noch bei dem. Beim nächsten Match kannst du dann wieder ruhig wieder normal kämpfen, aber bei dem könntest du jetzt mal noch so eine Loser. Ich endlich diesen Fettsack raus habe, ey. Nee, ich darf den nicht verlieren. Diesen, da geht mir so auf den Sack, weil das Problem ist, da können deine Konter leer sein. Wenn du falsche Aktionen machst, kontert er trotzdem. Und das ist nervig. Damit hast du so übelste Vorteile mit dem Vieh. Boah, der Ringrichter ist ein Mini-Zwerg, ey. Faul, ey, das geht schon wieder so los. Du bist so schwach. Ja, er hat sich gleich mit mir gemessen, der Junge. Gar kein Problem. Onkel, ich kümmere mich um deinen Charakter. Oh, da fliegt der Taschentuch aus der Hose. Und der haut ab. Richtig so. Immer weg mit dir. Ui, nice. Nice Reversal. Echt schönes Reversal-Ding. Boah, der Dicke macht wieder irgendwas. Du hast wieder die falsche Aktion gedrückt. Du hast den Dicken verärgert. Oh, die brutale Schulter des Lebens. Guck mal, du hast sogar gerade rot geblinkt. Der Griff hat deine Schulter verletzt. Schön. Ah, er kontert natürlich wieder meinen Schultermove hier. Ey! Aber der Dicke fällt nicht. Das ist sehr bemerkenswert, dass der Dicke nicht fällt. Heute mal ein Dicker. Ich muss deine Schulter schwächen, Onkel. Ich habe deine Schwachstelle erkannt. Es ist die Schulter. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Nein. Dass ich deine Schulter zu Tode prügel. Kabam! In the face, yo, bro, in the face. Ich liebe diesen Mutant. Bei X-Men hat er auch die Rolle, du. Hä? Er ist der Mutant. Sag einfach ja, komm. Nee, weil ich den unseren Leuten keine Geschichten erzählt. Die gucken da jetzt alle X-Men und gucken, wo Andrew the Giant ist. Der ist ja schon tot, oder? Natürlich ist er schon tot. Mhm. Ich hab den damals noch geguckt gegen Hulk Hogan. War schon echt cool irgendwie. Nee. Die waren ja mal Freunde und dann waren sie Feinde und dann waren sie wieder Freunde. Und da fliegt er! Wenn da mal nicht immer so schreien würde. Ich hab schon richtig Kopfschmerzen von dem Vogel. Ich schrei gar nicht, ich bin ganz ruhig, ich bin ganz sensibel. Ja, ich krieg schon die Kopfschmerzen von dir. Hab ich doch auch schon mal gelernt, Freund. Boah. Alter. Es sah schmerzhaft aus. Und es war schmerzhaft. Diese Sätze kannst du dir sparen. Nein, kann ich nicht. Oh, oh, no. Der Buddy. Ich weiß jetzt, wie der Undertaker sich gefühlt hat, meine lieben Freunde. Ohne Witz. Und er hat auch geklappt. Traumhaft. Und bitte, flieg raus, Luke Harper. One. Nein, er kommt raus. Er hat die übermenschlichen Kräfte des Andrew the Giants überstanden. Unglaublich. Oh, er versucht. Ach, Mann. Er versucht es wirklich. Und er ist wieder in der Luft. Oh, der Dicke. Egal, dann mache ich mal kurz einen Move hier. Er nimmt den Stuhl, meine lieben Freunde. Er nimmt den Stuhl. Ja, sicherlich mache ich nichts mit dem Stuhl, weil... Und bitte drauf. Ja, hat's noch geklatscht auf dem Stuhl? Nein. Ach, komm schon, du Idiot, ey.
Ah, oh, das war natürlich fatal. Ich wollte auch den Stuhl aufheben, aber meiner war so cool, dass der sich gedacht hat, warum nicht gleich so? Wow! Ich hab doch... Ich hasse diesen Entry, so fuck. Ich liebe ihn. Ist mein ältester Favorit, den ich noch hab hier. Und ich hab echt Angst, den zu verlieren, meine Lieben. Du hast gar keinen mehr drin von dir. Das sind alles nur meine. Bis auf dieser Andre. Ja. Ja. Hallo, lieber Luke Harper. Könntest du mal reagieren und diesen verschissenen Stuhl aufheben? Danke. Was gibt's und doch gar nicht, ey. Ist der wieder am Boden, der Junge. Wisst ihr, kennt ihr das, wenn du mit dem Stock irgendwo auf was Härteres drauf und der Stock kommt zurück? Und ungefähr so fühlt sich das gerade mit dem Stuhl an. Ja. Schau mal drauf, der kommt zurück, ich bin wieder verdabbert. Oh, jetzt kommt er wieder mit seinem Scheiß, ey. Ich hoffe, er klappt. Auf den Stuhl, oder? Ja! Ah, oh, schade, noch ein bisschen da drüber. Über den Stuhl drüber. Leider. Nee, Stuhl. One, two, bitte, bitte, bitte. Ja, es bin ich, ja, dreht, ja. Ich bin wieder da. I'll be back. Ach, mein Gott, immer dieser scheiß Fettsack. Ich krieg den nicht das weg. Das war eine gelugte Haperung. Die Briefmarke habe ich noch am Arsch geklebt und ab dafür. Geil, das war mal wieder, das war für mein Selbstbewusstsein mal wieder echt gut. Dankeschön. Danke. Ja, meine lieben Freunde. Das ist ja, mit Bart wäre das nicht passiert. Und das war's vom Viertelfinale. Jo, es geht weiter. Ins Halbfinale kommt jetzt. Mega übel. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, schaut auf jeden Fall mal bei Gamercheck LP vorbei. Bei mir, Revano LP. Wir haben noch andere Sachen wie Division. Geht fleißig weiter. Und ja, dann bis zum Halbfinale. Ciao. Tschüss.